Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von Story About My Uncle Fred. Wir sind hier, Activated the suits. Okay, sorry. It must have been left here by my uncle. Yes, yes, yes. Genau, so, den muss ich nochmal neu einsammeln. Hier, Speicherpunkt und so. Wir sind in der letzten Folge von dem Haus von unserem verschollenen Onkel hier unten gelandet, in dieser seltsamen Höhle. Und jetzt werden wir mal gucken, was unsere neue Fähigkeit ist, beziehungsweise wir wissen es ja schon, eigentlich. So. Und dann werden wir uns mal weiter auf den Weg machen, um diese Höhle hier zu erforschen. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave. And I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Nein! Scheiße! Ja. Ich find's interessant, dass er seinen Onkel mal Fred nennt. Huch. Da sind wir. Immer mehr Symbole tauchen hier auf. Die leuchten so hübsch. Und unser Onkel scheint tatsächlich hier gewesen zu sein. Und hat uns eine Spur gelegt oder sowas. By releasing left and grabbing, you will fly forwards. Yeah, das probieren wir gleich mal. Boah, guck mal, als ob ich das schon mal gespielt hätte. Oh, das könnte schief gehen. Eieiei. Was ist das denn da hinten? Mal kurz. Nein, bleib hier. Oh. Ja, das war's dann. So, wir müssen auf die andere Seite. Wir müssen dahin. Aber links ist nochmal irgendwas, was meine Aufmerksamkeit gerade ziemlich anzieht. Dementsprechend werde ich da nochmal kurz gucken. Was ist denn das für ein Wort? Gucken gehen. Vielleicht gibt es da was Interessantes hier. Ah! Ein Collectible. Oh, ob das gut war. Das war nicht gut. Kacke. Kriegen wir... Warte. 3 von 5. Ich hoffe, dass der dann weiterhin eingesammelt bleibt. Steht der da noch? Ich gehe jetzt einfach nochmal hin. Nein, er ist eingesammelt. Okay, dann wissen wir es fürs nächste Mal. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier wieder wegkommen. So sieht's ganz gut aus. Jetzt müssen wir hier... Dann machen wir's halt so. Oh Gott, alles gut. So. Ich habe irgendwie immer das Angst, dass hier die Felsen einstürzen. Die sehen nicht so ganz stabil aus. Und wir können natürlich auch sehr hoch... Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Das Problem an der Sache ist natürlich auch immer... The adventure suit was fantastic. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. Ich wollte gerade sagen, da er so wenig redet, muss ich natürlich mehr reden, was relativ kompliziert ist, denn hier ist da nicht so viel zum Reden. Oh, das reicht. Okay. Ist gar nicht mal so einfach. Also man muss so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie weit der Anzug einen wirklich trägt. Es sieht so cool aus. Wenn man eine rote Jacke oder sowas an, das passt natürlich so überhaupt nicht zu unserem Anzug. Huch. Oh, damit haben wir jetzt nicht gerechnet, dass das klappt. Was ist denn da oben noch? Das. Ach, naja, das ist der Weg, den ich gehen muss, von mir aus. Noch weiter hoch geht's nicht, ne? Nee. Ach, aber es geht tief. Guck mal. Und noch was gefunden. Das müsste jetzt der vierte sein. 4 von 5. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt hinterher. Da ist auf jeden Fall unser Fahrstuhl. Und ein rotes Licht. Nein, bleib hier. Was tut es? Es leuchtet rot. Badumts.
So, aber was ist das hier für ein Ort? Schaffen wir das? Schaffen wir das? Ah, locker easy. So. Findet sich hier unten noch irgendwas Spannendes? Außer der Tod, außer der Tod, außer der Tod. Nein, der Tod. Das ist der Tod. Okay. Nein. Ach, Spiel. Bisschen nettere Save Points wären dann doch nett gewesen irgendwie. So. Ich denke, wird nichts... Ah, das sah auch schmerzhaft aus. Wird sonst nichts sein? Wo geht's jetzt lang? Scheint so, als ob es nach oben geht. Oder auch nicht. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Im Angedaddelt kam ich aber, glaube ich, nicht so weit. Ich glaube, da war irgendwann ab einem Wasserfall Schluss. Vielleicht ging es da... Also hier ist ein Wasserfall. Ups. Vielleicht ging es dann in der Alpha-Version ab hier auch einfach nicht mehr weiter. Das weiß ich natürlich nicht. Aber man weiß ja nie, ne? Vielleicht war ich auch einfach doof. Vermutlich, das wird es gewesen sein. So. Lassen wir uns mal mitschleppen. Hat ja nicht so gut geklappt. Ach, jetzt stehen wir hier unten. Schön. So. Ich dachte gerade, jetzt back bitte nicht durch die Welt. Das wäre jetzt... Oh nein, das wäre jetzt äußerst unpassend gewesen. Und wir sterben natürlich auch nicht, sondern wir ertrinken einfach nur im Wasser. Das ist ja auch beruhigend. So, was haben wir? Ich gucke mich hier mal ein bisschen um, ob es hier irgendwas zu entdecken gibt. Damit er auch mal wieder was erzählt. Für das. Oh oh. Komm, komm, komm. Das war verdammt knapp. Das war mehr als verdammt knapp. Das war äußerst knapp. Und ich hinterlasse überall jetzt diese Zeichen. Das finde ich auch cool. Und dieser Nebeleffekt. Also ich finde, es sieht einfach unfassbar geil aus. Dadurch, dass es halt so sehr minimalistisch ist. Macht es die Sache aber noch interessanter irgendwie, finde ich, von diesem ganzen Setting. Wo ist denn der Stein hin? Da. So, die Frage ist nur, wo muss ich hin? Da oben vermutlich. Hatten wir jetzt eigentlich irgendwo einen Safe Point? Oh, da sind wir. Oh, wir hinterlassen auch schöne Krater hier im Boden. Und das, boah, das ohne Anzug täte sicher verdammt weh. Vor allem dann so schön auf den Beinen zu landen. Oh. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Huch. Oh, und direkt den zweiten Core mit eingesammelt. Das heißt, wir können jetzt laut unserem Handschuh zweimal schwingen, statt nur einmal. Bis jetzt ging es ja nur einmal. Okay. Von mir aus. Ich habe eine Abkürzung genommen. Ich kenne ja das Level schon in- und auswendig. Gar kein Problem. Jetzt kann man hier auch mal hochgucken. Ist aber nichts. Ich versuche immer noch diese ganzen Secrets zu finden. Es kam schon lange keins mehr. So, jetzt müssen wir hier schwingen. Einfach schwingen, schwingen, schwingen. Und voll vor den Felsen. Ah, das war eine fette Kopfnuss. Oh, nein, nein, nein. So ein bisschen... Die Steuerung ist... also, sie ist ja sehr, sehr einfach. Man muss ja nicht viel tun, außer Rechts- oder Linksklickzug machen. Aber dieses ganze Sprungsystem ist natürlich komplett anders, als man es so kennt. Ihr merkt es ja selber wahrscheinlich schon beim Zugucken, dass man einfach viel krasser... Und weiter springt, als man das eigentlich erwarten würde. Ach hier, guck mal. Hab ich doch jetzt alle, oder nicht? Ne, immer noch nicht. 4 von 5. Hm. Hallo? Und dementsprechend schwing ich... Anscheinend nicht. Oh je. Okay, jetzt klappt's. Ich dachte gerade schon, was ist jetzt los?
Den nehme ich mit, den nehme ich mit. Dann muss ich hin. Und dann so in die Richtung. Gucken wir hier unten nochmal gleich. Oh Gott, ich dachte jetzt gerade, hier liegt so eine Leiche oder sowas. Aber es ist nur ein alter Baum. Und was ist das für eine Welt, in der wir hier gelandet sind? Das ist natürlich die Frage. Oh, das sieht gefährlich aus. Das sieht sehr gefährlich aus. Nicht so nah, nicht so nah. Okay, und jetzt abspringen. Oh, oh. Ja, passt noch, alles gut. Aber sehr knapp. Huch. So, hier war noch irgendwas. Hier ist ein Pfeil. Ah. Was ist denn hier? Did you ever see any of Fred's experiments yourself? Yes. I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time, we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise, though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Oh, poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special, but I don't know what happened to them. Ja, wenn man keine Moskito-Eier von Froscheiern unterscheiden kann, dann hast du einen Onkel, der Fred heißt. So, oh, oh, nein, 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 nehme ich mit. Und das da sieht doch schon sehr interessant aus. So anders. Haben wir hier noch irgendwas, was ich einsammeln kann? Wie cool ist dieser Baum? Aber warum gibt's sowas nicht in echt? Solche natürlichen Lampen, das wäre so episch. These blue lights. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well? Das erfahren wir erst in der nächsten Folge von A Story About My Uncle, so hieß es. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und bis dann.